Yo, liebe Leute, schönen guten Tag. Willkommen zu einem erneuten Mario Odyssey Video auf meinem Kanal. Und es sind wieder richtig fette, dicke, geile News rausgekommen. Beziehungsweise Leaks, Spoiler, wie man es auch mal nennen will. Deswegen seid gewarnt. Es lohnt sich, aber es ist wirklich phänomenal. Ich freue mich. Denn wir wissen jetzt mehr zu Yoshi. Es gibt ein neues Königreich. Außerdem gibt es News zu Luigi und noch vieles mehr, Leute. Deswegen fangen wir einfach an. Aber bevor wir anfangen, das Gewinnspiel läuft noch bis zum 27.10. Ihr könnt Super Mario Odyssey selber für euch als Spiel gewinnen. Dafür müsst ihr nur Abonnent sein und einen Kommentar schreiben. Und ich löse das Ganze dann auf. Ich verlose das Ganze zweimal. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Yoshi, Leute. Das Interessanteste von allen. Und zwar, jeder Mario 64-Spieler wird wissen, wo Yoshi in diesem Spiel sein wird. Und zwar im Mushroom Kingdom auf dem Dach am Schlafen. Und ja, Leute, genau da ist er auch. Und das ist wirklich Nostalgie pur. Das ist einfach, diese Anlehnungen sind einfach real. Es ist sowas von geil. Und man kann ihn nicht reiten, so wie viele es vermutet haben. Aber ich habe es ja schon öfter erwähnt, auch in anderen Videos. Es wird eh so sein, hundertprozentig, dass man Cappy auf ihn schmeißt und ihn dann komplett kontrollieren kann. Und genau so ist das auch in diesem Spiel. Ihr seht es ja hier eingeblendet. Schön im Mushroom Kingdom auf dem Dach von Peach Castle. Läuft mal rum als Yoshi. Die Frage ist, kann man damit noch in andere Königreiche? Das ist meine Frage, die ich habe. Oder ist das wirklich nur Mushroom Kingdom gebunden? Denn dort gibt es ja auch diese komischen Früchte in den Röhren, die man letztendlich mit Yoshi auch wegessen muss, damit man da rein kann. Aber ob man in andere Königreiche gehen kann mit Yoshi, das weiß ich nicht, Leute. Aber wie gesagt, es gibt jetzt wirklich Gameplay. Es ist geleakt. Es gibt hundertprozentig Yoshi. So, wie es mit Luigi aussieht, Leute, das ist ein bisschen anders. Da ist bis jetzt noch nichts aufgetreten, meiner Meinung nach. Ich habe noch nichts gefunden, aber es gibt ein Luigi-Kostüm, wo ich erst dachte, okay, wenn man sich das kauft, dann ist man Luigi. Aber nein, man ist nur Mario im Luigi-Kostüm. Man sieht es auch hier. Er läuft rum, also Luigi hat sich gekauft. Man könnte jetzt denken, dass das vielleicht die Bestätigung ist, dass kein Luigi mehr kommt, dass das eventuell einfach nur so als Kostüm da sein soll. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Ich glaube trotzdem dennoch, dass es vielleicht ein Luigi geben wird. Warum? Darauf komme ich gleich zu sprechen. Erstmal gibt es noch ein Outfit, über das ich noch ein paar Worte lassen will, und zwar das Mario 64 Outfit, was man kaufen kann, auch im Shop. Und das ist wirklich mein Lieblingsoutfit, um ehrlich zu sein, Leute. Es gibt zwar noch so ein Skelett-Outfit für fast 10.000 Münzen, Leute. 10.000 Münzen, wie krass. Aber das ist lange nicht so cool wie das Mario 64 Outfit, was man sich kaufen kann. Ja, es ist genau so gestaltet mit den Polygonen von damals. Es sieht genauso aus, wenn man sich's kauft, dann sieht man genauso aus wie der Mario 64, also der Mario von Mario 64, und auch sogar das Gesicht, also nicht nur die Kleidung, was man ja eigentlich vermutet, sondern auch das Gesicht wird ausgetauscht. Es ist wirklich dann 1:1 der Mario aus Mario 64, den man spielen kann. Und Leute, das ist doch mal ultra geil und das ist einfach Nostalgie pur. Dann gibt es noch was zu Isla Delfino, über das ich unbedingt ein paar Worte fallen lassen will. Und zwar, bis wie es jetzt aussieht, ist Isla Delfino nicht dabei. Ich habe gestern einen Kommentar bekommen, dass einer ein bisschen traurig ist, dass er ziemlich viele Daumen nach oben bekommen. Aber eins habe ich gesagt, Leute, es ist noch nicht 100% bestätigt, dass es nicht vorkommt, denn wie gesagt, die Leute, die die Gameplays hochladen, haben noch nicht alle Monde, und selbst wenn man die Story durch hat, und jetzt kommt nämlich ein kleiner Major-Spoiler wieder, wenn man die Story durch hat, kann man die Odyssey noch weiter upgraden. Ja, Leute, es ist sogar ein neues Königreich aufgetaucht im Laufe des Tages gestern. Und zwar, selbst wenn man schon alle Königreiche, alle angeblichen alle Königreiche befahren hat, steht trotzdem bei der Odyssey beim Globus immer noch, die Odyssey braucht so und so viel Monde mehr, und der Mond ist so abgebildet, so ein bisschen regenbogenfarben, weil, wie gesagt, es werden allgemeine Monde benötigt, um weiterzukommen, um irgendwo hinzukommen. Und es gibt zum Beispiel ein Beispiel, dort ist er im Cloud Kingdom. Ja, im Cloud Kingdom ist man sonst nur einmal für einen kleinen Bowser-Bosskampf, weil man dort von Bowser überfallen wird auf der Fahrt, auf dem Flug. Und dann ist man im Cloud Kingdom, muss dort einmal gegen Bowser kämpfen. So, und dafür ist das Cloud Kingdom eigentlich gut. Es ist kein großes Kingdom zum Erkunden. Aber später, sobald man die Story durch hat, ist Peach dort. Und noch ein kleines Rätsel kann man dort machen später. Aber auf jeden Fall ist Peach da. Und sie hat so einen Koffer, dort sind ein paar Sticker drauf. Und wenn man mit ihr spricht, kriegt man erstmal einen Mond, weil man sie gefunden hat. Weil nachdem man sie befreit hat, letztendlich ist sie in jedem Königreich immer abwechselnd und gibt einem dann wieder einen Mond. Und sie sagt dann auch immer, wo sie danach ist. Sie reist auch mit Tiara um die Welt. Und in diesem Fall hier im Cloud Kingdom sagt sie, dass die auf einer verschollenen Insel ist. So, und da habe ich erstmal gedacht, ist das vielleicht Isla Delfino, dass man jetzt nach Isla Delfino kommt? Aber Leute, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das Forgotten Isle ist, beziehungsweise diese tropische Insel, die ja auch verschollen ist. Es heißt ja auch Lost Island eigentlich. Was aber wiederum verdächtig ist, wo ich glaube, dass es eventuell Isla Delfino geben kann, ist, dass man hier in diesem Cloud Kingdom nämlich mit 250 Monde einsammelt, beziehungsweise dieser Spieler hat hier 250, den 250. Mond voll gemacht. Und da sagt Cappy auf einmal, wir haben 250 Monde, die Odyssey ist jetzt mehr oder weniger genug ausgebaut, dass wir zur dunklen Seite des Mondes können. Ja, Leute, und dann kann man mit der Odyssey auch zur dunklen Seite des Mondes fahren, fliegen oder was auch immer. Und dann ist man dort und das ist ein komplett neues Königreich, ein neues Gebiet mit 24 neuen Monden, Leute. Einfach so. Also man schaltet auch über die Zeit immer neue Königreiche frei, was richtig geil ist. Das nächste Königreich ist aber erst mit 250 neuen Monden wieder befahrbar, und das ist natürlich eine ganze Nummer. Von 250 einfach nochmal das Doppelte drauflegen. Man muss dann 500 Monde insgesamt haben, um wieder etwas Neues bereisen zu können mit der Odyssey. Aber ich finde cool, dass sie das so gemacht haben, dass man immer stückchenweise, umso mehr Monde man hat, auch noch in neue Königreiche kommt, beziehungsweise an neue Orte kann, obwohl sie nicht mehr story-relevant sind, sonst was, sondern nur noch, um Langzeitspielspaß darzubieten. Das ist richtig geil. Und deswegen glaube ich, wenn man genug Monde eingesammelt hat, dass man dann auch auf Isla Delfino kommt. Ja, Leute, ist, glaube ich, echt fest. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Morgen gibt es wieder irgendwas Spannendes. Es gibt ja so viele Leaks zurzeit, so vielen spannenden Kram, über das man reden kann. Wie gesagt, das Gewinnspiel bis zum 27.10. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.